Ja, da sind wir auch wieder zurück. Wir sehen uns dann in so. Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Ich hab die Vorboten des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Ja, das wäre echt super. Ich bin da. Du hast so nicht lassen kannst. Hier. Ihr könnt euch Grunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Okay. Grunja durchsuchen. Ach, schön. Der hat ja direkt ein paar Sachen. Typ, Gewicht, Wert. Okay. Na schön. Legt die Rüstung an und schwingt die Axt. Ich werde versuchen, einen Weg hier... Ah, genau, Inventar. So, wie kann ich das anlegen? E, ausrüsten. Ah, okay, prima. Auszug. Dann will ich mal ganz kurz in die Optionen. Einstellungen. Einstellungen. Einstellungen klingt gut. Achso, so. Einstellungen. Audio. Und da würde ich ganz gerne mal die Musik ausmachen. Ich weiß nicht, ob wir die spielen dürfen oder nicht. Ansonsten reicht das, wenn wir hier den Rest vom Spiel hören. Speichern und dann drücke ich mal hier generell auf Speichern. Hatte ich noch nicht gemacht. Ach, der hat einen Autosave. Der Spielstand. So, prima. Ja, kann losgehen. Die ist verschlossen. Versuchen wir es mal beim Tor. Bärenkopf. Wo versuchen wir es jetzt? Verdammt. Ach, da. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Ah, schön, man kann wieder alles klauen, wie damals in Oblivion. Kommt schon, Soldat! Die Kaiserlichen! Geht weiter! Entdeckung! Öffnet dieses... Magie. Flammen haben wir, okay. Kampfschrei. Ziele fliehen für 30 Sekunden. Heilung. Ich würde sagen, wir benutzen erstmal die Flammen. M1, M2 ausrüsten. Was ist denn eine M1-Taste? Dieses Mal werde ich euch genug. Oh, Taschendiebstahl. Kann man noch nebenbei. Oh, der falsche. Ja, ich konnte vielleicht noch hatte ja einer von den Kaiserlichen den Schlüssel. Okay, rauszoomen kann ich auch. Lasst mal sehen. Hä? Muss ich die jetzt immer wieder so aktivieren? Ihr könnt mir da sicherlich helfen, was das anbelangt. Hier stehen wir nun mit einem Schlüssel. Wollen wir mal sehen, ob er diese Tür öffnet? Genau, guck dir das mal an. Ich gucke mir in der Zeit hier die Kaiserlichen Reiche an. Aber ich würde sagen, die Dinger hier sind doch bestimmt alle besser, oder? Machen wir mal alles mit. Da liegt die gute Frau dann halbnackig. Nein, nackig ist sie ja nicht. Das wär's. Kommt, verschwinden wir von hier. Sieht auf jeden Fall nicht mehr so gut aus. Ehe der Drache den Gang. Oh, was hat er hier noch? Vielleicht sollten wir besser seine Sachen anziehen. Ich denke mal, irgendwann haben wir auch zu viel Gewicht dabei, aber der ganze Stuff können wir uns sicher verkaufen. So, dann gucken wir mal, was wir uns anziehen. Eisendolch. Ne, da ist die Kriegsachse schon besser. Kaiserliche leichte Armschienen. Die würde ich gerne ausrüsten. Die leichten Stiefel, ja. Sind zwar mehr, also vom Gewicht her dasselbe. Ich sehe, ach, da rechts sehe ich immer was Gutes und was nicht Gutes für mich. Kaiserliche Rüstung, kaiserliche Stiefel, kaiserlicher Helm, kaiserliches Schwert. Das hat 9 Schaden. Was hat hier die Axt? 9. Gewicht 11, Gewicht 10. Na gut, das ist egal. Und der Panzer wäre nicht so gut. Haben wir noch irgendwas Grünes? Hier haben wir noch was Grünes. Kaiserlichen Armschienen. Ach ja, okay. Ja, dann werden wir uns so jetzt mal auf den Weg machen. Ich muss mich hier echt, wie gesagt, ein bisschen reinfuchsen. Gehen wir weiter. Ja, ist ja gut. Wir gehen weiter. Wo wolltest du jetzt lang? Ach hier. Alles klar. Du müsst auch mal wieder aufstehen. Wunderbar. Dann geht das jetzt auch voran hier. Mit Rodolf. Kohl braucht man nicht. Ist ja gut. Ah! Aber ich kann da reinhämmern. Ich habe anscheinend Ausdauer. Da sollten wir vielleicht doch besser das Schwert nehmen. Naja, wir gucken mal.
schnell noch meine Magie. Ach, Maustasten soll ich drücken? Ach so, das ist Blocken, alles klar. Ach, M1, M2 ist Maus 1, 2. Naja, gut, das konnte ja keiner ahnen. Gut zu kommen. Verdammt, dieser Drache ist aber hartnäckig. Schnappt euch und alles, jetzt, was wichtig ist, und dann weg von hier. Der Drache äschert alles ein. Ich muss nur noch ein paar Tränke zusammenpacken. Sturm, für die Söhne von Himmelsrand. Ausdauer niedrig, ja, sag ich ja. Außer dadurch kannst du nicht mehr sprinten und auch keine mächtigen Angriffe durchführen. Trinke einen Trank. Oder wie rausfliehen, weiß ich nicht. So, da hast du. Und jetzt lass mich in Ruhe. Seht nach, ob ihr irgendwelche Zauber. Ja, ich würde erstmal sagen, wir nehmen hier mal alles von dem Typen, bis wir nicht mehr gehen können. Dass wir nachher was zum Verkaufen haben. Ah ja, Tränke, sehr schön. Zaubertrank, was ist das hier noch? Salz. Eimer. Ach ja, kleine Heilung. Wein. Becher, Schrank. Muss ich hier generell mal gucken. Hier haben wir nämlich bestimmt noch was zu essen. Super. Hohe Kaninchenkeule gefunden und das hier ein Fasan. Fasanenbrust haben wir auch, wunderbar. Hier könnte man vielleicht reingucken in den Koch. Holz. Können wir Holz mitnehmen für irgendwas Crafting-mäßig oder so? Nee. Kann ich hier rein? Nee. Ja, wieso will man in so einen Ofen kriegen? Einfach um zu gucken, ob es geht. Die braucht aber echt viel Ausdauer. Wir gucken mal, ob wir nicht doch besser so ein Schwert anlegen. Das wollen wir mal ausrüsten. Ich glaube, das ist besser als die Axt. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, weil es auch ein bisschen leichter ist. Was haben wir denn hier noch? Oh, Brot? Ich glaube, vielleicht Essen oder so. Ja, Wein, weiß ich nicht. Ach, hier unten sind noch Schränke. Dann suchen wir mal die Schubladen. Bügeleisen und Krug, das braucht man nicht unbedingt. Und hier unten. Nein. Naja, ist ja auch egal. Ich denke mal, da wird nur Kram drin sein. Wir wollen ja jetzt auch nicht hier ewig uns aufhalten mit dem Looten. Oder hier mal in den Sack gucken. Salz, ja, ich brauche es jetzt noch nicht. Wenn ich später Salz brauche, weiß ich ja, wo ich es finde. Ist hier oben noch was. Fass. Aber das sieht mir alles noch recht wertlos aus hier am Anfang. Oh, hier steht noch ein Trank. Der ist natürlich nicht wertlos. Salz, komm, wir nehmen einmal Salz mit. Damit wir es auch dabei haben. Und dann fertig. Sagt uns Ralof, wo es weitergeht. Ja, ist definitiv besser mit der Ausdauer mit dem Schwert. Ich weiß gar nicht, wie ich rennen kann. Ein Blut eines Trolls. Muss ich alles mal herausfinden. Das ist eine Folterkammer. Genug. Hört ihr das? Komm schon. So. Zack. Damit wäre das erledigt. Habe ich jetzt Ralof getötet? Ralof? Warte. Das ist ein Soldat. Oh, der hat noch einen schönen Kriegshammer. Der ist natürlich ordentlich schwer, aber den würde ich sagen, nehmen wir mal mit. Und hier den Brustpanzer. Der ist noch viel wert. Also ich gehe jetzt einfach mal nach Wert. Ich habe keine Ahnung. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Moment, ich möchte kurz auf den Folterer gucken, was der an Wert hat. Oh, hier, kaiserliche Rüstung. Die ist auch immer viel wert. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt alles brauchen am Anfang. Ich nehme es mit. Und ich weiß, dass wir irgendwann nicht genug tragen können. Seht zu, ob ihr das knacken könnt. Ja, möglicherweise. Ich knack dir gleich was. 35 Eisenschleifkolben. Oh, hier 75. Ich sehe gar nicht. Offen wie das Gold. Wahrscheinlich in unserem Inventar, wie viel wir noch tragen können. Hier wahrscheinlich. Achso, nee, hier kann ich nur sortieren oder zeigen, was angezeigt wird. Ich weiß es noch nicht, mal gucken. Schnappt euch etwas Nützliches und dann los. Okay, ich gucke hier mal rein. Käfigtür aufschließen. Benutze Maus, um den Dietrich zu drehen und W, um das Schloss zu drehen. Je näher sich der Dietrich in der richtigen Position befindet, desto weiter dreht sich das Schloss, bevor der Dietrich abbricht. Erst wenn der Dietrich an der richtigen Stelle ist, wird das Schloss vollständig. Okay.
lösen. Ah, okay, ich drehe erst den Dietrich, dann drehe ich das Schloss. Oh, ein Zauberbuch. Geld, ein Trank. Und was hast du noch dabei, Mr. Magier? Oh, die sind aber viel wert hier, die Sachen. Das sind Kapuze und Geld. Ja, prima. Der ist natürlich nicht schlecht, aber ausdauertechnisch nicht so geil. Ich belasse es jetzt erstmal beim Schwert. Gucke mir nur die Kapuze, die bringt nichts. Und die Robe auch nicht, aber die bringt Kohle ohne Ende. Huch. Ne, das Schwert können wir ruhig behalten. Haha, so. So, das hast du davon. Kann ich hier überall Schlösser knacken? Kann ich hier auch ein Schloss knacken? Ja. So, ich suche mir eine Position von Dietrich aus und drehe dann das Schloss. So geht's nicht. Zack. Ah, wunderbar. Gut, hier liegen noch ein paar alte Knochen drin. Das war's dann auch. Aber unsere Schlossknackfähigkeit wird natürlich verbessert. Also nehmen wir das auch noch mit. Prima, das hat auch geklappt. Ja, schön. Den haben wir noch nicht gelootet, ne? Dann nehmen wir auch nur den mit hier. Einfach nur fürs Auge, ne? Das ist hier für die Community, für die Fans. So, haben wir es auch geklärt hier. Der Kumpel hängt ja schon ein bisschen länger rum. Wir könnten seinen Schädel mitnehmen, aber wozu? Löst von seinen Ketten, ne? Und ich glaube, hier ist dann nicht viel mehr. Dann wollen wir mal weitergehen. Auch hier liegt noch ein Buch. Das Buch vom Drachenblut. Von Bla. Ja, wer das lesen möchte, macht Pause. Ich blätter das jetzt einfach mal durch. Der kann sich das hier gerne durchlesen. Ist bestimmt ganz interessant so, aber es wird hier wahrscheinlich noch 10.000 Bücher geben. Wir nehmen das mal mit, das Buch. Den Eisendolch. Und dann wollen wir den Tornister nochmal durchsuchen. Und Dietriche. Falls man da wahrscheinlich verkackt, kriegt man hier bestimmt nochmal ein paar neue. Aber ich denke, das war jetzt nicht so schwer. Was ist das hier für eine riesige Zelle? Ach, da können wir was so rein. Oh, guck mal, jetzt kriegen wir sogar noch ein Schild. Den Streitkolben nehmen wir mit. Du trägst so viel, du kannst dich trennen. Ja. Ach, jetzt geht das mit ganz besser. Oh, hier ist so ein verstecktes Buch. Blättern wir mal eben wieder durch. Vielleicht ein bisschen schwierig, jetzt Pause zu drücken, aber ich denke mal, ich kriege das hin. Und da müssen wir schon wieder irgendwas loswerden. Geht schon los. Das Buch nehmen wir mit. Wir öffnen unser Inventar. Und jetzt wollen wir mal gucken. Ja, diese komischen... Das hier brauchen wir nicht. Fallen lassen. Fallen lassen. Eisenschild haben wir gerade gefunden. Wir haben auch so viele Schwerter, brauchen wir nicht, ne? So, das reicht. Diese Müllklamotten, das bringt alles nichts. Ich gucke immer so ein bisschen nach dem Wert. Gut, die Dietriche ist klar. Geschichtlicher Überblick. Kaninchenkeule nehme ich ganz gerne mit. Salz. Kaiserliche Stiefel, komm. Das ist alles Gewicht, was wir mit uns rumschleppen. Ist zwar nicht so viel, aber immerhin. Das hier mal alles hin und dann können wir uns auch wieder schön bewegen. Dann können wir im Inventar mal gerade das Schild noch anlegen, wenn das denn geht. Mit Sicherheit. So. Aha, Block, Schlag. Wunderbar. Fühlt man sich doch gleich ein bisschen sicherer. Jetzt weiß ich nur nicht, wo Ralauf hingegangen ist. Ach, da hinten steht er und wartet auf uns. Ich bin ausgerüstet, Herr Ralauf. Aber hier sind so viele Türen. Ich kann die alle knacken. Hoch. Ja, ich muss ja mal so ein bisschen testen. Nein. Ah, ein bisschen daneben. Schlossknacken verbessert. Wie, da ist einfach nichts drin. Ich habe gedacht, da wäre vielleicht was versteckt oder so. Hier noch ein bisschen um. Nicht, dass wir was vergessen, ne?
wo dann einer sagt, oh du Idiot, warum nimmst du das nicht mit? Da, da liegt einer, da liegt auch irgendwas. Wir wollen es haben. Jawohl. Ja gut, das sind Mittelalter, die Schlösser. Das klappt ganz gut. Den Geldbeutel. Prima. 5 Geld. Skelett. Hat der noch was dabei? Ach, guck mal, der hat auch noch mal. Nehmen. Damit E und Knochenmehl, warum nicht? Wenn es denn schon da liegt. Wie gesagt, ein bisschen mit der Steuerung vertraut machen und dann geht das auch weiter. Hallo, warte auf mich. Ist doch dunkel hier drin. Oh, hier gibt es so viel zu looten. Schön, dass sie alle Geld dabei haben. Was hast du noch dabei? Oh, schäbige Robe, die kannst du behalten. Kann ich euch hier so ein bisschen runterhauen? Nee. Da ist nichts mehr drin. Muss ich hier kämpfen? Ich habe Ralof gehört, aber es schreit auch keiner, also von daher. Ja, ich denke mal Knochen mit Salz und so, das werden wir alles noch brauchen. Bin da, Ralof. Hoffentlich weiß jemand, wo es lang geht. Jo, ich. Komm mit. Ich denke mal, wir werden einfach mal der Höhle folgen. Gar kein Thema, wir werden hier schon rausfinden, Ralof. Der Befehl lautet zu warten, bis General Tullius hier ist. Ich werde sicher nicht abwarten, bis die Sache Sturmwende ist. Okay, Ralof, zeig's dir nach dem Blut, den du mir kurz auf mich warten. Ich muss mir erst ein paar Pfeile nehmen. Ich brauche so einen coolen Bogen. Ja, den Rest darf ich ja wieder nicht mitnehmen, weil das zu schwer ist. Geht nach, ob der Weg frei ist. Ja, ich hole mir noch ein paar Pfeile. Bleib ruhig. So. Leider haben die immer kein Geld dabei, die Wachen. Bin eigentlich noch recht fit, ne? Also, alles gut. Und die Pfeile werden wahrscheinlich auch ein bisschen was wiegen, aber naja. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal unsere erste Distanzwaffe auch. Ich bin froh, wenn ich dann auch erstmal den ersten Stuff abnehmen kann. Hat der Drache nicht wieder Vollgas. Ich hoffe, wir müssen gleich mit dem Bogen kämpfen. Hier sieht aus, dass ich glaube ich anzünden kann. Das ist ein Hebel. Ralof, sehen, wo das hier hinführt. Ja, ich betätige mal den Hebel. Ja, na klar, kommen wir nicht mehr zurück, das wäre auch zu einfach. Hier kommen wir nicht hoch, das war so ein schönes Loch. Da ist ein Weg und hier ist ein Weg. Kommen wir nicht weiter so. Gucken erstmal aus hier, wo das Wasser herkommt. Okay, jetzt schon mal einer lang versucht. Aber der hat immer ein bisschen Geld da gelassen. Einen Trank und ein Skelett. Wir sollten einfach nur hier was finden, okay? Ralof kommt auch gar nicht was hinterher, weil er weiß von vornherein, dass es hier nicht lang geht. Ralof! Ach, jetzt hast du wieder den Weg gefunden, wa? Ist schon okay. Mein treuer Gefährte. Ralof, du darfst nicht vergessen, wir müssen auch ein bisschen Dieser Weg führt nirgendwo hin. Ja, das hast du wieder. Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Ja, waren wieder deine Ideen, ne? Ach, Ralof, Mensch, wir beide. Oh, hier kommt's Spinnen. Nicht zu kämpfen, was sie. Oh, ich bin wieder ganz dick. Kann ich mal abschließen. Ich kann gegen die nicht gewinnen, klar. Warte, das geht ganz gut.
Ja, mit dem coolen Move beenden wir diese coole Folge. Ich hasse diese verdammten Biester. Die haben viel zu viele Augen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.